Alexander Jakovlev begann schon in den 30er Jahren mit der Entwicklung von Jagdflugzeugen. Angefangen hat es mit der Jak-1. Befeuert wurde sie von einem Klimov MP-105-Triebwerk mit 1050 PS. Der Flügel ganz aus Holz gebaut, der Rumpf eine Stahlrohrkonstruktion, teilweise beplankt, teilweise bespannt. Daraus entstand dann die Jak-7, die Jak-9 und dann komischerweise erst die Jak-3. Und aus dieser Jak-3 entstand die Jakovlev Jak-11. In La Ferté-Allee, Amical, Jean-Baptiste Sally, circa 50 Kilometer südlich von Paris gelegen. Während sich Herbie Allemann mit seiner Jak-11 da nochmal einen 6G-Kreis gibt, für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Informationen, die ganzen Merchandising-Stände, wie zum Beispiel Modellbau oder Fliegerschmuck, Flieger-Uhr, CDs, DVDs, Film-DVDs unter anderem von vielen Jahren, Oldtimer-Festival auf der Hahnweide, die sind verbannt worden aufgrund der Tatsache, dass wir hier vorne im Zuschauerbereich immer mehr Platz brauchen. Ja, man hat sie aber nichtsdestotrotz mit im Boot. Die Aussteller, die befinden sich, wenn sie Interesse haben, sich mit Geschenken, mit kleinen Mitbringseln einzudecken oder vielleicht mit so ein bisschen Vorsorge zu treffen für langweilige Winterabende mit dem einen oder anderen Modellbausatz zu versorgen. Auf der Rückseite der Hallen, dort in etwa, jetzt in die Leerlaufleistung zurückgestellt, einparken. In die Position, direkt vor Ihren Augen und dann dürft es jeden Moment weitergehen mit den Startversuchen des Bucket Merlin mit knapp 1700 PS.